Heute war ich zu Gast am Familienfest in Schweinfurt auf dem Georg-Wichtermann-Platz von der Kindertafel. Es war noch sehr früh und alle haben noch aufgebaut. Und ihr seht im Film dann später, da ist richtig was abgegangen. Wir haben Kinderfest der Schweinfurter Kindertafel. Langsam hat sich auch der Platz gefüllt und das Fest kann losgehen. Schönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Schweinfurt lebt wieder. Wir haben einen wunderbaren Sonnenschein. Liebe Bürgerinnen und Bürger, nach 2 Jahren Pandemie, endlich ist es soweit. Die Schweinfurter Kindertafel darf ihr Familienfest hier auf dem wunderschönen Postplatz, früher Postplatz genannt, jetzt Georg-Wichtermann-Platz feiern. Wir freuen uns ganz besonders, dass jetzt schon um diese Zeit, um 11 Uhr, so viele Menschen, so viele Kinder da sind. Ganz besonders bedanke mich recht herzlich für die alle Mitglieder hier am Infoständen und alle Akteure, die hier dieses Fest so wunderbar gestalten. Zum Fest selber werden wir Sie immer wieder mal informieren. Ich freue mich ja ganz besonders, dass wir wiederum unsere Dorfmusikanten aus Opferbaum hier verpflichten könnten. Ein Applaus für die Musikanten! Ja, und natürlich wie zu jedem Fest, auch zu dem Kinderfest der Schweinfurter Kindertafel, gehört was ganz Besonderes. Und wir haben jedes Jahr immer mit der Stadt eine sehr gute Kooperation. Die Stadt Schweinfurt hat uns auch wieder jemand hier als Repräsentant geschickt. Und zwar, wir begrüßen ganz herzlich unsere Bürgermeisterin Eifer Redschulde. Lieber Eifer, bevor du dein Grüßwort hier noch an die Bürgerinnen und Bürger bringst, du hast ja, glaube ich, das erste Mal diesen Hammer zum Anzapfen. Stimmt? Ja, da hast du völlig recht, lieber Stefan. Das ist mein erstes Mal, dass ich ein Bierfass anzapfe und ich hoffe doch mit eurer Unterstützung, dass es gut gelingen wird.
Also liebe Leute, wir müssen dann alle zählen, am besten ganz wenig, dann ist das Fast angezapft. Dieses Fast ist natürlich ein Freibier, was unser Bürgermeister dann auch ausschenken wird. Liebe Gäste, wir gehen jetzt zur Tat. Die Brauerei Rot ist bereit. Das ist das beste Bier weit und breit. Wir sind immer sehr, sehr froh, dass uns Edgar Boss mit seinen Männern und seiner Familie unterstützt. Nochmal einen recht herzlichen Dank an Familie Edgar Boss. So, liebe Frau Bürgermeister, jetzt gehen wir mal zum Festchen und versuchen Ihr Glück. Alle in Deckung? Alle in Deckung. Wir zählen 1, 1, 1. 1, 1, 1, na dann. Auf die andere Seite. Ja. Na, wo jetzt? So, Achtung, meine sehr verehrten Damen und Herren, unsere Frau Bürgermeister versucht ihr Glück. Unser Sebastian Rimmel hat 7-mal geschlagen, ich glaube, sie schlägt ihn heute. Hey! Also dieser Schlag zählt nicht, das war ein Fehler von unserem Obermeister. Ja. Hey, angezapft ist es! 2-mal, meine Damen und Herren. So, meine Damen und Herren, angezapft ist es. Hier kann man sich 3 Bier holen. Ja, ich bin auch ja wunderbar, das hat ja super funktioniert mit dem Anzapfen. Ja, und wir spielen jetzt den passenden Song dazu. Zum Freibier natürlich. Kein anderer trinkt so gerne und so vieles gute Freibier wie der Franz. Und mit dem gehen wir jetzt zusammen auf die Vogelwiese. Schon, jawohl, im Takt für die Aufbauer Musikanten. Hier im Bild sieht man, die Schweinfutter sind zum Fest gekommen und es hat richtig, richtig Spaß gemacht.